Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitligapartie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SSV Jahn Regensburg. Ich begrüße beide Cheftrainer auf dem Podium. Wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Herr Selim Begovic, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, hallo. Ja, bin immer noch ein bisschen verärgert, glaube ich, aber ich versuche das möglichst nüchtern und kurz zu halten. Wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen, glaube ich, mit dem schnellsten Tor gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so schnell einen gemacht haben. Haben alles unter Kontrolle gehabt, haben mit dem zweiten nachgelegt und mehr oder weniger Gegner ziemlich ferngehalten aus einer Situation. Erste Halbzeit, so ein Ping-Pong war es nicht viel. Und dann zweite Halbzeit wussten wir, dass Düsseldorf mehr riskieren muss. Und haben wir auf das uns auch eingestellt. Wir waren geduldig, wir waren da auch präsent, haben nicht viel zugelassen. Und dann haben wir auch in Umschaltsituationen ein und andere 100% hier liegen gelassen und dann haben wir in einer Phase, wo das Spiel eigentlich schon langsam so ziemlich tot war, haben wir durch eine Einzelaktion Gegentor bekommen. Natürlich dann Anschlusstreffer, weckt alle nochmal auf, nochmal zusätzliche Energie, psychologisch auch. Und dann haben wir bei zweiten auch ziemlich selber schuld, dass wir da 2-3 Zweikämpfe verloren, die wir nicht verlieren dürfen. Und dann war verwunderlich, dass wir dann in Nachspielzeit 3 glaube ich, 100% gehalten und das Spiel trotzdem dann am Ende gewinnen mussten. Ich glaube, das ist immer schwer, direkt nach dem Spiel objektiv zu beurteilen, aber ich glaube, dass wir 2 Punkte verloren haben heute. Aber damit müssen wir leben. Das ist einfach so. Es ist, im Leben gibt es so 2 Sachen. 10% ist das, was jetzt ist, und 90% ist das, was du jetzt daraus rausmachst. Und wir werden sicherlich eine Lehre rausziehen, uns mal kurz schütteln und gehen mit voller Elan nächsten Spieltag gegen Braunschweig zu Hause zu gewinnen. Fortuna und meinen Kollegen, Glückwunsch zum Punkt und alles Gute weiterhin. Danke. Herzlichen Dank, dann übergebe ich an unseren Trainer Uwe deinen Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, also auch so Glückwunsch zu meinen Kollegen für den Punkt. Ja, das Spiel hat denkbar schlecht angefangen für uns in unserer jetzigen Situation. Dann gestern noch mit diesem Nackenschlag mit David Komnatski, der sich sehr, sehr gut präsentiert hat, der eigentlich anfangen sollte, der gestern Probleme hatte. Das Spiel angefangen, wieder umgestellt, Ruben sofort reingeschmissen. Und dann natürlich ein Tor nach 23 Sekunden bekommen. Erster Ball gegen Kiel, Tor im Strafraum. Erster Ball gegen Regensburg, Tor. Das hat uns natürlich dann irgendwo ein bisschen verunsichert. Nichtsdestotrotz haben wir aus meiner Sicht spielerisch zugelegt. Wir haben mit einer Dreierkette aufgebaut, mit Torhüter, Dreierkette aufgebaut, mit Botze, sind in sehr, sehr gute Räume gekommen, wo dann natürlich die Qualität ein bisschen gefehlt hat. Wir hatten 2-3 Chancen gehabt. Eine Riesenchance durch Flo Hartherz. Ich glaube nicht, dass es Resultat zur Halbzeit mit 2-0 für Regensburg das Spiel komplett wiedergegeben hat. Ich glaube, die Regensburger waren unheimlich effektiv, ja, und haben natürlich durch die zeitigen Führung sehr viel Selbstvertrauen natürlich bekommen, haben das auch gut gemacht mit ihrem Pressing. Zweite Halbzeit hatten wir in der 55. Minute eine überragende Chance. Also das 5-Meter Kopfball zentral vom Toni. Danach eine überragende Aktion also vom Toni, wo er sich durch das Abseits-Tor, ich habe es ja nicht gesehen, ob das Abseits war, wie viel Abseits war, das war eine überragende Angriffsaktion. Dann wurde es Wild West. Wir haben uns dann noch durch die Einwechslung, was auch so geplant war, wir wussten, dass das Spiel dann zweite Halbzeit offener wird. Und da tun sich dann einige Spieler, die wir dann noch reingebracht haben, aufgrund vom Trainingsrückstand, aber aufgrund von Erfahrung, dann deutlich leichter, wenn die Räume ein bisschen größer sind. Und die haben uns dann geholfen, das Momentum mit dem Tor dann noch von Kenan auf unsere Seite zu ziehen. Machen dann das 2-2. Und dann hat mein Kollege völlig recht, anstelle das Momentum weiter auszubauen und noch auf den Siegtreffer zu gehen, schnaufen wir durch. Und das reicht dann schon, um die Regensburger wieder voll ins Spiel einzuladen. Hatten dann Glück, die letzten 10 Minuten, die hatten 3 sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Im Endeffekt muss man sagen, wir haben zur Halbzeit gesprochen. Wir müssen uns definieren als Individuum, wir müssen uns definieren als Mannschaft nach dem 2-0-Rückstand zur Halbzeit.
Und das haben wir zweite Halbzeit gemacht. Hut ab für meine Mannschaft, wie sie gekämpft hat, wie sie bereit war auch zu spielen und wie wir dann auch zurückgekommen sind ins Spiel. Und von daher, ja, das war meine Einschätzung. Vielen Dank, Uwe. Dann beginnen wir mit der Fragerunde der Journalisten. Wir beginnen mit Jim Decker, der hat eine Frage an Uwe Rösler. Wieso wechselten Sie in der 75. Minute Thomas Pledel aus, womöglich wegen einer Verletzung? Thomas Pledel hat gestern einen Schlag Steißbein bekommen im Abschlusstraining. Hat das aber recht gut gemacht auf der Seite, aber er ist ein Spieler, der gibt immer 120% im Spiel. Und ich wollte halt die letzten 15 Minuten noch, weil die Räume, wie gesagt, sehr, sehr groß waren, wollte ich dann einen Spieler bringen, der sehr gut 1 gegen 1 gehen kann, wie Ofori, dass der vielleicht für uns was bewegen kann. Ich glaube, Toni war dann schon ein bisschen blau und das war der Grund, der hat eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht für mich. Die nächste Frage nochmal an Uwe Rösler, nochmal von Jim Decker vom Kicker. Können Sie mehr zur Verletzung David Kownatzkis sagen? Würde ich gern, kann ich aber nicht. Er hat das Training gestern abgebrochen und wird am Montag genauer untersucht. Die nächste Frage geht an Herrn Selimbegovic von Fabian Rossmann, idova.de. Fortuna hat am Freitag den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Habt ihr das mit der Mannschaft thematisiert und zur Motivation für euch verwendet? Nein, es geht mir gar nicht an, was Fortuna will. Wir wissen, was wir brauchen, was wir können, was wir unbedingt wollten. Und das ist das Einzige, woran wir uns fokussieren. Was der Gegner will, wie sie das machen, medial oder nicht, ist nicht unsere. Die nächste Frage kommt von Bernd Jolitz von der Rheinischen Post und geht an Uwe Rösler. Wie erklären Sie sich die vielen Schwächen in der Defensivarbeit, die ja nicht allein am Debüt Sieberts gelegen haben können? Ja, also erstmal muss man sehen, dass unsere Viererkette ja Woche für Woche wechselt. Heute hatten wir einen 18-Jährigen, der sein Debüt gegeben hat. Wir hatten Sean Zimmer auf rechten Verteidiger, der das, glaube ich, 2 Jahre nicht gespielt hat, weil Matze Zimmermann, glaube ich, 70 Spiele in Folge gespielt hat, rechter Verteidiger. Wir hatten Luca Kreinsch gehabt, der sein zweites Spiel gemacht hat für uns, Pflichtspiel gemacht für uns. Wir hatten Flo Hartherz in der Viererkette gehabt, der im Sommer gekommen ist. Das muss eigentlich jedem dann noch bewusst sein, dass dann die Mechanismen überhaupt nicht eingespielt sein können. Was natürlich dann auch den Ausschlag gegeben hat, natürlich das zeitige Tor. Man muss aber hier mal ganz klar betonen, Jamie Siebert, wie er als Debütant, wie er in diesen 90 Minuten gewachsen ist heute. Also das ist eine unglaubliche Entwicklung innerhalb von 90 Minuten. Ne? Wie er sich nicht gehen lassen hat, wie er sich nicht unterbuttern lassen hat nach seinem Fehler. Wie er dann zweite Halbzeit die Mannschaft auch nach vorne gepeitscht hat. Also da ziehe ich meinen Hut für den Jungen. Der hat das wirklich im Spielverlauf super gemacht. Ne? Und wie er das vertaut hat, das passiert halt, wenn man junge Leute auch dann noch diese Chance gibt. Aber mein Herz lacht da, wenn sich einer so entwickelt über die 90 Minuten. Ne? Und ich habe auch gesehen, dass wir heute speziell auch mit dem ersten Kopfball, wir haben nicht genug erste Kopfbälle gewonnen. Die Bälle, was natürlich auch schwer ist, die Regensburger haben da vorne aber richtige Hühn drin. Aber trotzdem, wir müssen da mehr erste Bälle gewinnen. Generell, André Hoffmann wird jetzt in absehbarer Zeit zurückkommen, Kevin Danzo wird zurückkommen, dann haben wir natürlich da auch ganz andere noch Alternativen. Da die Frage als Überleitung passt, nochmal an Uwe Rösler von Jim Decker vom Kicker. War es zu mutig, Jamil Siebert in die Startelf zu beordern? Also es war aus meiner Sicht das einzig Mögliche. Ich glaube, wir hätten nur Chris, klarer, haben wir auch überlegt, aber er ist erst eine Woche bei uns. Er hat noch kein Freundschaftsspiel, er hat drei Einheiten bei uns mitgemacht oder 4 Einheiten mitgemacht. Also von daher, Jamil hat die ganze Vorbereitung mitgemacht, hat gegen Vitesse Arnheim gut gespielt, gegen Paderborn ordentlich gespielt. So, und wenn wir wollen, dass junge Leute sich bei uns auch weiterentwickeln, wenn wir da auch eine Durchlässigkeit erzeugen wollen, so wie wir es gesagt haben von Anfang an mit jungen Leuten, dann muss man den jungen Leuten auch mal eine Chance geben und dann muss man den jungen Leuten auch mal
gewähren, dass sie dann auch mal einen Fehler machen. Aber wie der Schamil sich gesteigert hat über die 90 Minuten, also aller Ehrenwert. Die nächste Frage geht an Herrn Selim Begovic, kommt nochmal von Fabian Rossmann von idova.de. Muss man nach dem Spielverlauf von zwei verlorenen Punkten sprechen? Was waren die Gründe, warum ihr das Ergebnis nicht über die Zeit retten konntet? Ich mache das nochmal. Ich glaube, dass ich das am Anfang schon gesagt habe. Wir haben einfach den dritten Tor nicht gemacht und wir waren nicht konsequent, vor allem bei dem ersten Gegentor im Verteidigen. Und das ist ein einfacher Grund, warum du hier nicht mit 3 Punkten heimfährst. Die nächste Frage kommt von Bernd Jolitz von der Rheinischen Post und geht an Uwe Rösler. Wie zufrieden warst du mit dem Debüt von Christopher Pettersson? Ja, also Christopher hat noch nicht die Power, über 90 Minuten zu spielen. Das hat man heute auch, glaube ich, gesehen mit den 45 Minuten. Er hat uns sehr gute Momente gegeben, wie er die Chance vom Toni vorbereitet. Das war genau das, was wir uns von ihm erhoffen. 1-gegen-1 Spieler auf der Seite. Entweder mit direktem Tordrang nach innen oder nach außen mit einer guten, qualitativ sehr guten Flanke. Er hat uns wirklich sehr gute Momente gegeben. Man hat aber auch gesehen, dass er, sage ich mal, auch physisch noch aufholen muss. Ja? Und ich war aber zufrieden mit seinem Impact, den er und die anderen, die dann gekommen sind in der zweiten Halbzeit, für uns geleistet haben. Wir bleiben bei Uwe Rösler und die Frage kommt von Patrick Scherer von der Rheinischen Post. Mit Schinter Appelkamp kam mehr Belebung ins Offensivspiel. War es ein Fehler, mit zwei eher defensiv ausgerichteten Sechsern zu starten? Ja, die Leute sind ja immer schlauer nach dem Spiel. Was wir natürlich gedacht haben, wir wollten mit zwei Dreierketten aufbauen. Einmal mit Flo Kastenmeier in tieferen Positionen, einmal höher mit Botze. Botze ist der beste Mittelfeldspieler, der sich zwischen die Zentralverteidiger schieben kann. Das war ganz wichtig, dass wir ihn da hatten. Das war der Matchplan. Ich glaube, das Spiel am Anfang war teilweise sehr unruhig durch das Pressing. Sehr viel zweite Bälle. Ich glaube, da hätte sich Schinter schwer getan. Am Anfang, wenn die Räume enger gewesen wären, war immer ein Plan, ihn zu bringen, Christopher zu bringen. Gestern hatte ich noch einen Stürmer zu bringen, weil ich wusste, das Spiel unter normalen Umständen wird nicht entschieden in der ersten Halbzeit. Ich glaube, Schinter hat sich sehr, sehr gut, hat sehr gut die Räume benutzt, hat dann noch Zeit gehabt, an den Ball zu kommen, hat natürlich dann noch gute Aktionen gehabt, sich nach vorne aufgedreht, hat einfach viel mehr auch nach vorne gespielt, was unserem Spiel relativ gut getan hat. Nun kommen mehrere Fragen von Felix Kronawitter von der Mittelbayerischen und gehen alle an den Gästetrainer Herrn Selim Begovic. Wie ärgerlich ist es, nach dieser vermeintlich komfortablen Führung letztlich nur mit einem Punkt nach Hause zu fahren? Ja, wenn du 80 Minuten 2-0 führst und am Ende in 2-2 heimfährst, ist natürlich ärgerlich. Aber wir müssen auch wissen, gegen wen wir hier gespielt haben, wie lange wir richtig gut die von unserem Tor gehalten haben, wie viel gute Tormöglichkeit wir erzielt haben oder erspielt haben. Umso mehr ist es ärgerlich, dass wir wirklich im Nachspielzeit dieses Spiel nochmal komplett auf unsere Seite drehen mussten. Das ist sehr ärgerlich, aber das hilft mir und keinen Schritt weiter. Wir müssen das jetzt abarbeiten. Das ist ein Teil von dem Job, von dem Sport. Es gibt schon Momente, wo du dich verärgern musst. Es gibt auch kann auch schnell Momente kommen, wo du dich in letzter Minute richtig freuen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns am Freitag schon wieder freuen können über 3 Punkte. War die Anfangsphase die stärkste des Jahres, seitdem Sie Chefcoach sind? Ich bin nicht lange Chefcoach, aber das war mit Sicherheit nicht die beste Phase, dass wir gespielt haben. Es gab schon ein paar Spiele, wo wir in der Anfangsphase noch besser, noch präsenter waren. Wir haben das schnellste Tor gemacht und ja, das ist dann bei vielen gleich nach 24 Sekunden, 26. Dann muss das nicht beste Phase sein oder beste Spiel. Wir haben schon ein oder andere richtig gute Spiel, und zwar über 90 Minuten gemacht. Wie viel Nerven kostet es, mit anzusehen, wie die eigenen Spieler den Ball in der Schlussphase bei diversen Chancen einfach nicht über die Linie bringen? Das kann ich auch nicht genau sagen. Muss zum Doki danach, wenn er was untersuchen kann. Aber wahrscheinlich würde ich das selbst in Rente spüren, wie viel Nerven. Allgemein ist das so einfach, wenn du das im Job machst und liebst, und dann musst du auch damit leben und
Einer hat mich vor kurzem gefragt, wie hältst du das alles aus? Ich habe gesagt, ich halte das gar nicht aus. Ich genieße das und ich weiß, dass solche Momente auch Teil von unserem Job sind und den nehme ich gerne in Kauf. Letzte Frage, wurden bei dieser Partie Erinnerungen an das spektakuläre 4:3 im Februar 2018 wach? Das ist aber lange her. Und zwar komplett umgekehrt. Also wenn wir 0:3 hinten wären und irgendwie aufgeholt, dann würde es wahrscheinlich bei mir im Kopf das durchgehen, aber da hatte ich ganz ehrlich keine Zeit und Kopf dafür zu denken, was 2018 im Februar war. Nur noch zwei Fragen an Uwe Rösler. Die erste kommt von Tobias Kemberg von der Sportstadt Düsseldorf. Was kann das Comeback von 0:2 auf 2:2 der Mannschaft über die kommenden Wochen mitgeben und warum tat sich die Mannschaft offensiv über weite Strecken schwer? Also offensiv haben wir einen anderen Ansatz genommen als gegen Würzburg. Ich glaube, unser Offensivspiel war besser. Wir hatten bessere Kontrolle gehabt als gegen Würzburg über weite Strecken. Wir sind in der ersten Halbzeit schon in gute Situation gekommen, aber wir haben dann halt einfach der finale Pass, die finale Flanke war halt, da hat die Qualität heute gefehlt. Das war ganz klar. Wir hatten nicht genug Zählbares daraus gemacht, wie die Regensburger, die sehr, wie gesagt, die sehr effektiv war in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war ein bisschen Wild West. Also muss man ehrlich sagen, Spielfeld wurde riesengroß. Ja, und in so einem Spiel kann dann alles passieren. Und nun abschließend die Frage von Jörg Tschoche von der Bild-Zeitung und die geht auch an Uwe Rösler. Ärgern Sie sich über zwei liegen gelassene Punkte oder freuen Sie sich über noch einen geretteten Zähler? Also wie der Spielverlauf war, dann ist ganz klar, dass man sich mit der Mannschaft, dass man da versucht, das Positive da rauszuziehen, ist ganz klar. Also wenn wir 2:0 geführt hätten und hätten zwei Tore bekommen, dann wäre das vielleicht, da ist die Gefühlslage anders. Also bei mir ist die Gefühlslage so, dass wir uns reingekämpft hatten mit einer Mannschaft, die wirklich noch nicht gewachsen ist, überhaupt noch gar keine Hierarchien da sind, dass wir uns da nicht gehen lassen haben bei diesen Problemen, die wir die letzten Wochen und Monate hatten. Das wäre das Einfachste gewesen. Das ist eine menschliche Situation, dass viele sich da einfach hängen lassen. Aber wir haben das nicht gemacht. Wir haben uns individuell und als Mannschaft in der zweiten Halbzeit präsentiert. Und das sehe ich natürlich als sehr positiv. Dann herzlichen Dank an die Journalisten für die Fragen und herzlichen Dank an beide Cheftrainer und unseren Gästen aus Regensburg. Wünschen wir eine gute Heimreise. Alles klar. Danke. Alles gut. Teil fast.